Moin moin liebe Leute, hier ist wieder euer Helge, heute zum Thema eSIM. Wir wollen mit euch durchgehen, was ist eSIM, wie funktioniert ein eSIM und wie von einigen Usern gewünscht, wie aktiviere ich eigentlich eine eSIM. Alles dazu findet ihr jetzt hier in diesem Video. Was ist eine eSIM und wie funktioniert das Ganze? Die eSIM, die sogenannte Embedded SIM, ist ein SIM-Kartenchip, der auf deinem Smartphone drauf ist. Dadurch sparst du dir das Einstecken einer handelsüblichen SIM-Karte. Und der Vorteil ist natürlich, du kannst dir deinen Mobilfunkvertrag digital auf dein Smartphone direkt runterladen. Normale SIM-Karte oder eSIM, was ist die bessere Wahl? Die Vorteile einer eSIM-Karte liegen eigentlich auf der Hand. Sie ist umweltfreundlicher, sie ist schnell wiederverwendbar und du hast den Vorteil, solltest du mal diesen QR-Code verlieren, kannst du dir diesen QR-Code im Kundenportal oder über Netzbetreiber schnell zukommen lassen. Aber die Wahl der SIM-Karte, ob eSIM oder normale SIM-Karte, sollte von deinem Handy abhängig gemacht werden, weil wenn dein Handy nicht eSIM-fähig ist, brauchst du keine eSIM-Karte. Deswegen schau immer genau nach, welches SIM-Kartentyp dein Handy verarbeiten kann. Kann es beide verarbeiten, empfehle ich immer die eSIM. Ihr seht jetzt eine Checkliste, wo ihr bei uns im Shop eine eSIM direkt mitbestellen könnt. Bei den Anbietern, wo es noch nicht möglich ist, habt ihr die Möglichkeit, im Nachhinein, sprich nach der Aktivierung über den Netzbetreiber, euch eine eSIM nachträglich zu besorgen. Woran erkenne ich eigentlich, ob mein Smartphone eSIM-fähig ist? Das ist ganz einfach. Geh in deine Einstellung, in den Bereich Mobilfunk oder in die SIM-Kartenverwaltung. Hier sollte der Punkt sein, eSIM-Vertrag hinzufügen oder QR-Code scannen. Wenn das vorhanden ist, dann ist dein Handy eSIM-fähig. Mittlerweile sind nicht nur Smartphones eSIM-fähig, sondern auch Laptops oder auch Smartwatches. Hier ist im Prinzip das Gleiche. Die Uhr fragt eigentlich nach den Daten. Du gibst die Daten ein, die eSIM wird runtergeladen und schon sind die Geräte online unterwegs. Wie aktiviere ich eine eSIM, wenn ich sie über Logitech bestelle? Ganz einfach. Du hast bei der Bestellung die eSIM-Variante ausgewählt und bekommst dann von uns nach der Aktivierung den QR-Code, den du brauchst, entweder per E-Mail, per Post oder du kriegst sie im Kundenkonto vom Netzbetreiber. Hast du den QR-Code, nimm dein neues Smartphone, verbinde es mit dem WLAN, das ist wichtig, und erst dann kannst du den QR-Code scannen und so bekommst du dementsprechend deine Vertragsmodalitäten auf dein Handy draufgespielt. Kleiner Hinweis, gegebenenfalls musst du entweder den SIM-Pin oder E-Pin eingeben und der steht beim Schreiben vom Netzbetreiber in der Datei. Solltest du eine Rufnummermitnahme gemacht haben, funktioniert der QR-Code erst am Tag der Rufnummermitnahme, nicht vorher. Die eSIM von einem alten Handy auf einem neuen Handy zu übertragen, ist ganz einfach. Ich erkläre euch hier das generelle Vorgehen. Als allererstes solltest du natürlich deine Anmeldedaten bereithalten. Hierzu brauchst du den QR-Code. Der sollte sich in deinen Unterlagen befinden oder, wenn er da nicht mehr ist, schau doch einfach mal beim Anbieter in die Kundencenter. Dort wird auch meistens der QR-Code hinterlegt sein. Dann musst du Folgendes machen. Du musst als allererstes auf deinem alten Handy das eSIM-Profil löschen. Erst dann kannst du dir ein neues Handy schnappen und ein eSIM-Profil hinzufügen. Ein eSIM-Profil von iPhone zu iPhone zu übertragen ist ganz einfach. Du machst Folgendes. Du nimmst ein neues iPhone, gehst auf Einstellung, Mobilfunk, eSIM hinzufügen und dann von iPhone in der Nähe übertragen. Sollte das mal nicht klappen, kannst du noch Folgendes machen. Du gehst auf dein altes iPhone unter Einstellung, Mobilfunk, Mobilfunktarif entfernen. Und wenn das erledigt ist, nimmst du dir ein neues iPhone und gehst auf Einstellung, Mobilfunk und Mobilfunktarif hinzufügen. Ein eSIM-Profil von Android zu Android zu übertragen ist auch ganz einfach. Du nimmst dir erst ein altes Handy und gehst unter Einstellung, Verbindung, SIM-Kartenverwaltung, eSIM und klickst dann auf Entfernen. Dann nimmst du dir ein neues Android-Gerät und gehst unter Einstellung, Verbindung, SIM-Kartenverwaltung und klickst hier einfach auf Mobilfunktarif hinzufügen. Ein eSIM-Profil zwischen Handys zu wechseln mit unterschiedlichen Betriebssystemen sollte ganz einfach sein. Das generelle Vorgehen, so wie ich es oben beschrieben habe, sollte hier eigentlich funktionieren. Sollte es mal nicht klappen, solltest du dich an deinen Provider wenden. Hier am besten einmal ins Kundencenter gehen und zu schauen, ob du da einen Abschnitt findest, wie zum Beispiel SIM-Kartenverwaltung oder neues eSIM-Profil. Solltest du dazu nichts finden, wende dich am besten telefonisch an die Kundenhotline deines Providers. So Leute, ich bin mit meinem Text durch. Weitere Informationen zum Thema eSIM findet ihr natürlich bei uns auf der Logitech-Blog-Seite. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Beschreibung. Du willst kein weiteres Video von mir verpassen, dann abonnier doch einfach unseren Kanal. So bekommst du automatische Informationen, sobald ein neues Video von mir online ist. Dich interessiert ein Thema? Dann lass doch einfach einen Kommentar und wir schauen, ob wir darüber nicht ein Video machen können. Bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss und Bye-bye, euer Helge.